So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich darf Sie hier herzlich begrüßen zur zweiten Veranstaltung im Rahmen unseres Studium Generale mit unserem heutigen Redner, Herrn Najim Wali. Ihn begrüße ich natürlich besonders herzlich. Nun, das heutige Thema, der Westen aus orientalischen Augen, das könnte man natürlich genauso gut ergänzen durch das reziproke Thema, der vordere Orient aus westlichen Augen. Nun, wenn wir uns fragen, was wissen wir eigentlich über den Orient? Ich denke, dann fällt die Bilanz oft eher mager aus. Wir wissen wenig über die verschiedenen Varianten des Islam. Und das führt dazu, dass wir sehr leicht zu Pauschalierungen neigen. Und ich fürchte, viele Flüchtlinge, die wir jetzt hier bei uns haben, aus dem vorderen Orient, die wissen auch wenig über den Westen. Nun, wenn beide Seiten wenig übereinander wissen, was ist die Folge? Nun, dann beharrt jede Seite erstmal auf ihrer Kultur und auf ihren Werten. Und das Ungute dabei ist, anstatt nun, dass wir versuchen, aus verschiedenen Kulturen positive Synergieeffekte herauszuholen, laufen wir Gefahr, dass wir uns erstmal in unserem wechselseitigen Unverständnis geistig einmauern und deswegen auch den Vertretern anderer Kulturen mit Misstrauen begegnen. Und das ist eine schlechte Ausgangslage für die Integration von Flüchtlingen. Und der Vortrag von Herrn Wali soll natürlich dazu beitragen, auch hier vielleicht das eine oder andere an Missverständnissen abzubauen. Ich freue mich sehr, dass wir Herrn Wali für den heutigen Vortrag gewinnen konnten. Ich darf ihn kurz vorstellen, Sie haben vielleicht das schon auf dem Internet gelesen. Herr Wali ist in Basra geboren, er lebt seit 1980 im Westen, er kennt daher den Orient und den Westen. Und wer könnte besser prädestiniert sein, uns einen kritischen Blick über den Westen zu liefern. Nun, Herr Wali wurde im Irak als Jugendlicher inhaftiert und gefoltert und flüchtete dann nach dem Ausbruch des Irak-Iran-Krieges nach Deutschland. Er hat dann hier in Deutschland in Hamburg Germanistik studiert. Später hat er dann in Madrid spanische Literatur studiert. Und er hat lange Zeit als Kulturkorrespondent für die wichtigste arabische Tageszeitung Al-Hayat gearbeitet. Und Sie kennen ihn vielleicht aus der Süddeutschen Zeitung, aus der NZZ, aus der Taz, aus dem Spiegel. Er veröffentlicht daneben zahlreiche Romane und Erzählungen. Ich habe mit großem Interesse sein Buch studiert, Reise in das Herz des Feindes, in dem er über seine Israelreise berichtet. Er hat dann ein Roman Bagdad, Marlborough geschrieben, für den er 2014 den Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch erhielt, sowie jetzt Bagdad, Erinnerung an eine Weltstadt. Und ganz brandneu ist jetzt am letzten Augusttag das Buch erschienen, Im Kopf des Terrors, vom Töten mit und ohne Gott. Und in diesem Buch macht Herr Wali uns klar, dass Terror keineswegs ein neues Phänomen ist. Schon Sartre, Hemingway, Dostojewski haben sich damit befasst. Und wir dürfen es uns nicht so leicht machen und einfach sagen, naja, Terroristen, das sind geisteskranke Personen oder das sind irgendwelche kranken Ideologen. Leider ist es viel komplexer. Deswegen ist es sehr schön, dass wir Herrn Wali heute hören können. Er lebt heute als freier Schriftsteller und Journalist in Berlin. Nun, freundlicherweise hat sich unsere Kollegin Frau Malke bereit erklärt, im Anschluss an den Vortrag die Diskussion, die Sie hoffentlich mit großem Engagement befeuern, zu moderieren. Sie hat hier 2011 die Professur für Kulturtheorie und kulturwissenschaftliche Methoden übernommen. Sie arbeitet auch im Exzellenzcluster kulturelle Grundlagen von Integration mit und von daher ist sie gerade mit interkulturellen Fragen bestens vertraut. Deswegen können wir ihr sehr gerne die Moderation anvertrauen. Ich danke ihr dafür. Jetzt aber sind Sie dran. Also einen schönen guten Abend. Sie hören mich, ja? Die Stimme ist gut. Ich freue mich wirklich sehr,
einmal, dass ich die Einladung von Herrn Franke bekommen habe hier in Konstanz. Das ist das erste Mal, dass ich in Konstanz bin. Ich war mal für 12 Jahre nur im Friedrichshafen, das ist auf der anderen Seite von Bodensee, aber das ist das erste Mal. Und heute zufällig fiel mir ein, dass wirklich heute vor 36 Jahren bin ich in Hamburg eingetroffen. Also von Norden nach Süden. Ich bin am 28. Oktober 1980 geflohen aus dem Irak und das hat ein bisschen die Reise gedauert. Und 8. November, also nach fast 10 Tagen, 11 Tagen, war ich in Hamburg. Es war Winter, es hat geschneit auch damals und ja, hoffentlich diesmal, aber schneit jetzt vielleicht morgen, fängt es an. Genau so. Also. Wie Herr Franke gesagt hat, also ich werde versuchen, natürlich aus meiner Erfahrung was zu erzählen. Natürlich, was haben Schriftsteller und Literaten zu erzählen? Sie erzählen am meisten über ihre Kindheit, weil sie nicht anders gehabt haben vorher. Danach sind sie immer beschäftigt mit dem Schreiben. Reichste Jahre eines Schriftstellers sind die Jahre der Jugendzeit und der Kindheit. Und werde ich Ihnen erzählen jetzt in meinem Vortrag, welche Beziehung ich zu dem Westen hatte und wie kam das. Da habe ich auch meinen Artikel, meinen Vortrag einen Namen gegeben, also der Westen im Augen des Orient, es ist Untertitel, also, aber als Obertitel, Haupttitel für mich ist Vaterland im Gehen. Also, meine Beziehung zum Westen war immer schon von allerlei Ideen und Vorstellungen geprägt. Schon als Kind hörte ich Geschichten über den Westen. Doch einem Kind fällt es nicht noch schwer zwischen Erfundungen und Realem. Wirklichkeit und Vision zu unterscheiden. So unwahrscheinlich auch immer die Geschichten und so sehr sie sich auch zu wiederholen schienen. Sie vermitteln mir doch ein konkretes Welt von jenem weit entfernten, schier unerreichbaren Westen, nach dem ich mit so viel Eifer strebte. Anders als heute verfügte ich damals aber noch nicht über rationale, logische Argumente, sondern ich reagierte nur ganz spontan und emotional. Wenn ich heute aus meiner erhöhten Position im Westen aus für mich nun alltägliche Realität auf jene Jahre zublicke, denke ich, vielleicht hätte ich Glück. War gar eine Ausnahme, denn meine Sicht auf den Westen gedieh ganz natürlich, ohne Druck oder Zwang. So entwickelte sich meine Beziehung zum Westen parallel zur Entwicklung meiner Persönlichkeit im stetigen Wandel weiter. Je kritischer ich mir selbst gegenüber war, desto kritischer stand ich auch dem Westen gegenüber. Und je aufrichtiger und bescheidener ich mir selbst gegenüber wurde, desto mehr gestand ich mir den positiven Einfluss des Westens auf mich ein. Auf dem Westen stieß ich zum ersten Mal durch meine aufkeimende Neugier. Gerade bildete sich mein erstes kindisches Bewusstsein heraus. Da fragte ich meine Mutter, warum die Hebamme, die mir zur Welt gebracht hatte, so einen seltsamen Namen trage, Mawani. Also die Hebamme hieß Mawani. Ich hatte nie zuvor einen so merkwürdigen Namen gehört. Die war die einzige, diese Hebamme, bis heute, ich glaube, im ganzen Irak, war die einzige, die diesen Namen gehabt hat. Und damals in der Stadt, ich kannte keine andere Frau, die diesen Namen hatte. Ich hätte nie zuvor so einen merkwürdigen Namen gehört. Meine Mutter, die eigentlich Lehrerin war, ihren Beruf aber ihres konservativen Vaters wegen, der ihr verboten hatte zu arbeiten, nie ausgeübt hatte, erklärte mir die Bedeutung des Wortes. Es ist der Plural von Mina, Hafen, wo Schiffe und Seeleute aus aller Welt eintreffen. Am nächsten Tag kaufte sie mir einen Matrosenanzug. Ne? So ist die Sprache. Ne?
Können wir nachher auch Anekdoten über die Sprache reden, als ich Deutsch angefangen habe zu lernen, aber da kommen wir danach. Also, kaufte mir Matrosenanzug. Es existierte sogar ein Foto von mir in diesem Anzug. Das ist auch in dem Buch Bagdad, Erinnerungen einer Stadt, wo ich auch viele Schwarz-Weiß-Fotos auch habe in dem Buch. Das sind ungefähr 54 Fotos. Eine der ersten Fotos, da stand ich mit diesem Matrosenanzug und versprach mir, beim nächsten Besuch in ihrer Heimatstadt Basra den Hafen zu zeigen. Weil in Basra bin ich geboren, aber ich bin aufgewachsen in einer anderen Stadt, heißt Amara, das ist nördlich von Basra. Und es ist so, weil das war als Gewohnheit damals, wenn eine Frau schwanger ist, in ihrem letzten dritten Monat fährt sie zu ihren Eltern, um das Kind zu entbinden, damit sie keinen Haushalt macht mehr zu Hause und so. Und da hat meine Mutter, weil ihre Eltern in Basra wohnten, sie nach Basra gegangen hat, und so bin ich zur Welt gekommen, aber ich versichere Ihnen, mein Vater hat uns 3 Monate danach auch vergessen. Das behauptet er, meine Mutter immer erinnert ihn, dass er uns vergessen hat, hat uns später abgeholt, aber er sagt nein, das ist nie passiert. Und diesen Streit zwischen den beiden habe ich ewig miterlebt. Wenn ich sie ärgere jetzt und wenn ich nach Irak fahre, frage ich immer danach. Und mein Vater sagte, was fühlst du durch immer? Mein Großvater, mutterlicher Seite, arbeitet dort als Inspektor bei der Endkontrolle von Datteln für die Basra Datt Company. Er nahm mich mit auf die Arbeit, auf den Güterzug, der an den Docks von Basra endete. Mein Großvater zählte die Paletten und Kisten mit Nüssen und Mandeln, gefüllte irakische Datteln, bevor diese verladen und in ferne Länder verschifft wurden. Er erzählt mir, dass der große Teil der Fracht nach China, England und Frankreich reise. China, England, Frankreich. Wo lagen diese Länder? Ich fragte meinen Großvater, was ihm zum Lachen brachte. Ich wusste dann nie, ob das, was er über diese Länder erzählte, der Wahrheit entsprach oder ob er das erfand, um seinem kleinen Enkel eine Freude zu machen und ihm im Staunen zu versetzen. Aber ich weiß noch genau, dass ich selbst Jahre später immer, wenn ich am Markt mit seinem Dattelverkäufer vorbeikam, den anderen Kindern erzählte, wie ärmlich und gemein doch die Datteln seien, die wir essen. Dabei zählte ich ihnen all die Sorten köstlicher Datteln auf, die nicht nur in jenem fernen Westen exportiert wurden, obwohl China ja im Osten liegt, sondern in alle Herrenländer. Ich hätte die Namen von 244 Sorten Datteln von meinem Großvater gelernt. Also die Datteln sind wie Weinreben. Die haben auch verschiedene Sorten, ein Dattelpalm, je nachdem, nach Klima und Wasser, wird die Sorte bestimmt, also wie beim Wein genauso. Und da gibt es solche viele Datteln, also wir essen Datteln, aber wir wissen nicht, wie viele Sorten sind. Aber das ist auch, ich muss auch ein bisschen kurz erzählen über die Palmen auch vielleicht, auch, weil das ist auch wichtig. Man weiß wenig über die Dattelpalmen. Die Dattelpalmen sind wie Menschen, das sind die einzigen Pflanzen, wenn sie gekocht werden, dann sind sie tot. Also man kann eine Palme, Dattelpalme transportieren, wird überleben, aber wenn gekocht, dann wird tot. Und da gibt es Maskulin und Feminin, wie bei Menschen. Und der Wind trägt die Samen von dem Maskulin zum Feminin. Und das ist die Früchte sind nur vom Datteln sind nur bei den Feminin-Palmen. Und manchmal es gibt keinen Wind. Und so gibt es damals gab es noch den Beruf vom Palmenkletterer. Da war der andere Großvater, den ich hatte, väterlicher Seite. Das war sein Beruf. Was macht der Palmenkletterer? Er klettert rauf, holt die Samen von dem Maskulin und geht zu Feminin. Das ist eine Art künstlicher Befruchtung an sich.
Und das ist nur ein Kurs. Und wenn man nebenbei jetzt zählt, wie traurig ist, das sind durch die Kriege im Irak sind ungefähr 8 Millionen Palmen Opfer gefallen. Also fast im Südirak gibt es, wo ich meine Kindheit verbracht habe, fast keine Palmen mehr. Und mit dem Verschwinden von Palmen verschwindet nicht nur ganze Kultur, auch viele Produktionen. Also von Palmen macht man auch Öl, macht man Sirup, Korbe von den Ästen. Also viele Industrie ist auch zugrunde gegangen mit dem Verschwinden von Palmen. Während ich hatte die Namen von 244 Sorten Datteln von meinem Großvater gelernt. Während ich sie herunterrasselte, ordnete ich jeder Sorte ein Land zu. Oft bat ich meine Mutter um Hilfe, mir weiter Länder der Erde zu benennen. Meiner Mutter schien dieses Spiel zu gefallen. Vielleicht befreite es sie so aus ihren Alltagsroutinen, wo sie sich in ihrer Arbeit aufrieb. Es würde zu unserem liebsten gemeinsames Spiel. Wir beide mühten uns sehr, für meine Liste neue Namen zu finden, wohingegen die anderen Kinder kein großes Interesse zeigten. Ich kann mich noch gut erinnern, wie traurig meine Mutter war, als mir mein Onkel einen Ferienjob in Edwards kleinem Buchladen verschaffte, der sich auf zumeist englischsprachige Comics, Bücher über Segelschiffe, Anatomie und andere Atlanten spezialisiert hatte. Die Leute kauften sie vor allem der bunten Bilder wegen. Edward lehrte mich, mir die weite Welt zu erlesen und sie mit Hilfe von Bildern und Geschichten zu bereisen. Durch ihn erweiterte ich mein Vokabular um die Namen weit entfernter Städte und Häfen. Man lernt die Welt kennen, indem man sie bereist, pflegte er zu mir. pflegte er zu sagen und fügte hinzu, alles beginnt im Westen, jenseits des Mittelmeers. Dieser Satz hat sich mir eingeprägt und mich stets begleitet, sei es damals bei meinen täglichen Fantasiereisen oder später, als ich wie ein Seefahrer rund um die ganze Welt reiste. Und noch ein weiterer Satz ist mir im Gedächtnis geblieben. So zusätzlich zu Eduards Satz, du musst fremde Sprachen lernen. So Mr. Charles von meinem Großvater väterlicher Seite und seinem Gärtnerkollegen auf dem englischen Friedhof in Al-Amara, auch er fürchtig der Herr Kommissar genannt. Auf dem Friedhof lagen die im Ersten Weltkrieg gefallenen Engländer begraben und mein Großvater arbeitete dort als Gärtner. Seit ich denken konnte, hatte ich meinen Großvater Körbe voller Datteln, Lotusfrüchten und Kirschen aus dem Friedhofgarten tragen, Rosen schneiden und gießen sehen. In der Grundschule brachte mir dies gar ein Privileg ein. Täglich hatte ich dem Schuldirektor einen frischen Rosenstrauß zu bringen. Englische Damaszenerosen pflegte der Direktor schmunzelnd vor mir zu verlangen. Wie stolz war ich, dass ausgerechnet ich diese englischen Rosen holen durfte. Und nicht nur das. Alle 6 Monate kam der Herr Kommissar und brachte in seiner schwarzen Ledertasche die Gehälter der Gärtner. Jedes Mal grillten wir dann für ihn einen großen Fisch. Er seinerseits versäumte es nie, kleine Farbfoto von Hollywood-Stars mitzubringen. Und schon als mein Vater im 4. Schuljahr gewesen, hatte Mr. Charles ihm immer Negativstreifen mitgebracht, die mein Vater wiederum für ein paar Cent auf dem wenigen hygienischen Schulklo seinen Mitschülern vorgeführt hatte. Schließlich hatte jedoch der Direktor Wind von der Sache bekommen und mein Vater war von der Schule geflogen. Ja, diese Geschichte, weil die Engländer im Ersten Weltkrieg haben die Osmanen, die Türken aus dem Irak vertrieben, also es war im Ersten Weltkrieg, die Engländer sind im Irak einmarschiert, 17. Juni 1914. Und die kamen aus dem Süden, aus Basra, weil die meisten englischen Truppen waren damals
in Indien in der Zeit, vor dem Ersten Weltkrieg. Vielleicht manche haben Geschichte gelesen oder gehört, also damals war in der Kaiserzeit hier in Deutschland, hat man die 3B, von der 3B gesprochen. Die 3B waren Berlin, Bagdad, Basra. Und das war an sich diese Bagdad-Bahn. Die Bagdad-Bahn sollte bis Bagdad und weiter nach Basra. Und ich glaube, die Engländer haben Wind davon bekommen. Und es war auch ein Grund mehr stärker für den Ersten Weltkrieg als andere Gründe, die man erzählt in Sarajevo oder so, als der Kronprinz, österreichischer Kronprinz erschossen ist. Ich glaube, mehr für mich der Grund für diesen Ersten Weltkrieg war diese Bagdad-Bahn. Weil die Indien war die Perle des Empires, des englischen Empires, und als sie mitgekriegt haben, dass die Deutschen näher an ihr Schatz kommen, dann haben die Engländer gesagt, jetzt hört der Spaß auf. So sind sie mit ihren damals Truppen aus Indien, über Iran, Golf, und sind sie in Basra einmarschiert, bis sie nach Amara, wo ich aufgewachsen bin, wo meine väterliche Seite Großeltern lebten. Und wie hier in Europa auch, also es gibt viele Friedhöfe, berühmt sind in Belgien die meisten von den Gefallenen des Ersten Weltkrieges. In Irak gibt es viele englische Friedhöfe, aber einer der schönsten ist in Amara. Also das ist, es gibt Fotos von diesem Friedhof. Das war schön, und das war meine Kindheit, war auch in diesem Friedhof. Es war unser Ausflug da bis die 60er, bis mein Großvater in Rente gegangen ist. Aber ich habe das miterlebt, und da waren die Engländer, das war dieser Kommissar, von dem ich geredet habe, kam viermal im Jahr mit so einer Tasche, hat er die Gehälter von den Gärtnern. Und hat den Gärtner hat geguckt, wie weit der Garten gepflegt ist. Heute, als ich 2004 nach Irak zurückgekehrt habe, nach 23 Jahren Exil damals, also 2003, als die Amerikaner einmarschiert sind, am 9. April 2003, 6 Monate danach bin ich in den Irak gefahren und habe meine Eltern nach 23 Jahren gesehen. Und bin ich als das Erste, was ich gemacht habe, morgens um 5 Uhr bin ich aufgestanden, zu diesem Friedhof gegangen. Also meine Mutter ist aufgestanden, hat mich nicht gefunden, hat sie Angst gekriegt, und mein jüngerer Bruder hat ihr gesagt, ich weiß, wo er ist. Und so bin ich zu meiner Kindheit Plätze zuerst gegangen, nach all die Jahren. Und ich habe meinem Großvater gesagt, was würde jetzt deinem Vater jetzt passieren heute, wenn er christliche Gräber pflegt, weil die Engländer, er war ein Muslim, er Gärtner ist in einem englischen Friedhof. Er hat diese Gräber gepflegt, und seit meiner Kindheit habe ich das Kreuz gesehen auf diesen Grabsteinen. Ne? Also es ist heutzutage unvorstellbar, wie die Zeiten sich ändern, und natürlich mein Vater grübelte und sagte, er würde umgebracht, also wenn er jetzt das macht. Und da sieht man, also der war auch, mein Großvater war ein einfacher Muslim, der jeden Tag 3-mal gebetet hat und christliche Gräber gepflegt. Und so war auch dieser Kontakt mit diesem Friedhof und mit Mr. Charles hat mein Leben geprägt. Wo auch immer ich aufhielt, in unserem Haus in Al-Amara oder bei meinen Großeltern in Basra, war ich also vom Westen und Geschichten über den Westen umgeben. Alles hatte dort mit dem Westen zu tun. Das fing an bei den Geschichten, die meine Urgroßmutter Martin Rath zu erzählen. Das ist auch interessant, der Name von Urgroßmutter Martin Rath auf Arabisch. Diejenige, die nicht gewollt werden soll. Also das hat man wollte sie nicht kommen. Wahrscheinlich waren 6 Töchtern, wollte der Vater einen Sohn, da sagt die nicht gewollt wird. So hat man ihren Namen, komischer Name. Die Arme, aber die war Kämpferin. Bis ihr Tod hat sie gearbeitet. Hat sie Korbe gemacht aus Ästen von Dattelpalmen. Wie sie erzählte und von jenen Berichten, die Basra gegründet oder besiedelt hatten. Wenn sie nicht selbst aus dem Westen gekommen waren, so hatten sie doch zumindest dort studiert. Und das ging weiter mit meinem Großvater, seinen Söhnen und Töchtern. Wenn ihm jemand
nach seinem Alter fragte, antwortete er unweigerlich: Beim Anzug der Engländer kam ich in die Pubertät. Alle anderen waren dann so und so viele Jahre nach dem Einzug der Engländer geboren. Für meinen Großvater begann die Geschichte mit dem Einzug der Engländer. Wie hätte es auch anders sein sollen? Schließlich wurde der moderne Nationalstaat Irak erst von den Engländern gegründet. Und es endete bei den Erzählungen der Freunde meines Vaters, der Autobesitzer, die Anfang der 60er Jahre nach Deutschland gereist waren, um dort Busse aufzukaufen. Die berichten von ihrem diversen Abenteuer, insbesondere solchen mit Frauen. Erinnert man an die alten Busse der 60er, da brauchte man sie nicht und da kamen sie, da hat man sie gekauft als gebrauchter Wagen in den Irak. Und so war immer die Rede von Deutschland. Mein Vater pflegt zu sagen, von klein auf hast du davon geträumt, nach Deutschland zu gehen. Wie seltsam ist doch das Gedächtnis. Es lässt ganz nach Belieben Dinge in Vergessenheit geraten und erfindet dafür andere. Ich kann mich nämlich anders als mein Vater nicht daran erinnern, von Deutschland geträumt zu haben. Stattdessen träumte ich, wie viele aus dem existenzialistischen Zirkel unserer Stadt, von Paris. Vielleicht lässt sich dies auf unsere Lektüre in jener frühen Phase zurückführen. Nicht nur war Paris die Heimat der von uns verehrten Existenzialisten wie Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Marlowe, André Malraux. Dort lebten auch unsere heiß geliebten amerikanischen Schriftsteller, Hemingway, Fitzgerald, Capote, Burns, die allesamt der sogenannten Lost Generation angehörten und die Stadt geradezu abgöttlich verehrte. Paris war die Hauptstadt der Welt und das Herz des Westens. Und auch meine erste Auslandreise, ich muss sagen, in der 60er haben wir eine große Übersetzung Welle gehabt von westlichen Büchern in der arabischen Region. Und die meisten Bücher kamen in Beirut heraus. Es gab ein altes Sprichwort bei uns, sagt man, Kairo schreibt, Beirut druckt und Bagdad liest. Heutzutage schreiben alle, aber zwei Sachen sind geblieben bis heute. Also Beirut druckt immer, also auch meine Bücher, weil ich auf Arabisch schreibe. Meine Bücher kommen zuerst im Original in Beirut, bevor sie in andere Sprachen übersetzt werden. Weil in Beirut gab es keine Zensur, ein bisschen liberal, also bis heute noch. Und dann hat sich diese Verlegerschaft-Industrie entwickelt. Und Bagdad liest in der Tat bis heute noch mehr als in anderen arabischen Ländern. Also wenn man sich vorstellen kann, oder kann man auch sich nicht vorstellen, also in Bagdad zum Beispiel, jeden Tag fliegt eine Autobombe ungefähr, jeden Tag, also irgendwo in einem Stadtteil. Aber trotzdem, im Zentrum der Stadt gibt es eine uralte Straße, heißt die Buchhändlerstraße. Das heißt die Mutanabbi-Straße, nach einem Namen von einem Dichter. Und Buchhändlerstraße. Also diese Straße ist nicht nur voller Buchhandlungen, sondern auf dem Bürgersteig verkaufen die Leute Bücher. Und Freitag ist eine Meile für Mittelschicht, für Familien, dass sie da spazieren gehen. Ich habe 2014 auch da eine Lesung gemacht mit meinem Roman Bagdad Malboro. Das war auch für mich ein Traum, eine Lesung in Bagdad zu machen, dank einer deutsche Frau, die arbeitet dort für, ja, nennt man das Verbindungsbüro für Goethe-Institut. Also weil Goethe hat kein Büro richtig da in Bagdad. Sie haben, war mal, aber sie haben noch Zugang sie. Und da ist eine deutsche Frau, die da lebt und sie ist sehr, sehr mutig und hat einen Vertrag mit Goethe-Institut und organisiert solche Veranstaltungen. Ich muss nebenbei jetzt gestehen, also ohne sie hätte ich auch diese Lesung nicht gemacht, weil ich bis letzte Minute habe ich eher, also bevor ich im Tegel Flughafen, nämlich in dem Flugzeug eingestiegen bin,
habe zu Hause ihr ein SMS geschickt, habe ich 4 Stunden vorher, habe ich gesagt, ich komme nicht. Ich hatte Angst gehabt, im Zentrum vor Bagdad offen zu lesen. Sie hat mich angerufen, hat mir gesagt, nimmst du deinen Koffer jetzt und gehst du zum Flughafen und steigst du ein. Ich war natürlich beleidigt als Macho, dass eine Frau mir das sagt. Ne? Dann bin ich hingegangen und gefahren, habe meine Angst vergessen und in der Tat. Und sie war, die heißt Hella Mewis, sie war eine wunderbare Frau, die war bekannt auch in Bagdad. Sie hat mich durch die Straßen auch geführt und alle Menschen kennen sie. Also man kann sich nicht vorstellen, dass eine westliche Frau, sie ist kein Schleier, sie hat nur einen Anzug und Haare ist offen und durch die Straßen läuft und alle alten Menschen haben aus Respekt, wenn sie saßen, sind aufgestanden, haben gesagt, guten Tag, Madame, Salam, Madame. Also es war eine interessante Erfahrung für mich. Und diese Buchhändlerstraße gibt es, kann man im Internet auch sehen, diese Straße existiert und das ist eine wunderbare Sache. Ich beschloss da, also jetzt rede ich von Paris, deshalb sagte ich, also durch die Namen, die ich aufgezählt habe, von westlichen Autoren, gerade Franzosen, deren Werke waren bei uns übersetzt. Und die Franzosen haben viel Übersetzungen damals gefördert als die Deutschen, also mehr gefordert. Also, und auch meine erste Auslandreise führte mich nach Paris. Am 14. Juli 1970, dem französischen Nationalfeiertag, landete ich noch nicht ganz 20 und mit gerade einmal $600 in der Tasche an Bord eines Flugzeugs der Iraqi Airlines in Paris. Außerdem befanden sich in meinem Gepäck unzählige Träume. Vor allem wollte ich in Paris Filmregie studieren. Ich war voll von existenzialistischer Philosophie und absurdem Theater. Erst später entdeckte ich, dass die Existenzialisten sich ein Leben in Überfluss leisten konnten, da ihre Bücher stets die Bestsellerlisten anführten. Ihre Entfremdung und ihr Weltüberdruss waren also nicht unbedingt aus dem gleichen Gründen entstanden wie bei mir. Ich lernte etwas Neues, mich auf mich selbst zu verlassen, die Welt von meinem eigenen Standpunkt aus zu betrachten. Meine Freiheit konnte sich nur auf meine Selbstverwirklichung stützen. Dies war die erste Lektion, die mich der Westen lehrte. Ja, es ist auch natürlich, also heute ist unvorstellbar, wenn ich überlege, ich war 20 mit $600 und nach Paris und wollte Filmregie studieren. Das ist unvorstellbar. Aber damals konnte man auch verreisen, also deshalb. Ich beschloss daraufhin zunächst in den Irak zurückzukehren und mein Universitätsstudium abzuschließen. Diesmal reiste ich auf dem Landweg per Anhalter. So durchquerte ich mehrere Länder, durch die der Zufall meine Route führte und lernte Menschen verschiedener Nationalitäten kennen. Ich erinnere mich, das ist im Sommer 76. Ich fuhr mit dem Zug einmal über die italienische Grenze, also Schweiz, über italienische Grenze. Die Stadt heißt Brig oder so? Brig, ne? Brig. Und als wir auf italienischem Boden waren, haben die Italiener mir gesagt, ich sollte zurück zu Brig und ein Transitvisum besorgen. Also war nicht so schlimm, aber ich musste zurück. Und ich lief durch Brig und alle Menschen guckten mich. Ich glaube, ich war der einzige braune Haut. An dem. Und ich habe gedacht, wie schön, alle Frauen guckten mich. Ne? Das ist, heute ist unvorstellbar, so ein Gedanke. Ich weiß nicht, wie viele leben jetzt in Brit. Also es ist große, aber es war eine interessante Erfahrung, die damals ich gemacht habe. Okay. Und ich fuhr bei Frauen unterschiedlicher Alters mit und lernte dabei, dass per Anhalter bin ich auch gefahren, und lernte dabei, dass Mann und Frau einfach nur Freunde sein, die Nacht zusammen durchmachen und nebeneinander schlafen können, ohne dass sich zwangsläufig auch eine sexuelle Beziehung zwischen ihnen ergeben muss. Mit jeder neuen Entdeckung wuchs meine Neugier darauf, die Welt zu erforschen.
Jede neue Erkenntnis ist eine neue Entdeckung, die sich in die Enzyklopädie des Alltags einfügt. Dies war die zweite Lektion, die mich der Westen lehrte. Als ich schließlich wieder in Bagdad eintraf, stieß ich auf Ungerechtigkeit. Ich fühlte mich als Mensch, als Individuum zermalt und sah mich zum Teil einer Gemeinschaft werden, die sich jedem Einzelnen gewaltsam einzuverleiben versuchte und ihm jeglicher Freiheiten beraubte. Das gesamte Leben würde fremdbestimmt. Wir werden in die Gemeinschaft hineingeboren, gehören durch Geburt zwangweise einer Sippe, einem Stamm an. Moralische Normen, Religions- und Konfessionszugehörigkeit werden uns vorgegeben. Wir müssen sie wie Gesetze blind einhalten. Diese Maßregelung beginnt bereits in frühester Kindheit. Ein Kind, das nicht bei der Familie sitzen bleibt und nicht mit seinem Altergenossen spielt oder das sich gerne ein wenig zurückzieht, um allein in seinem Zimmer über etwas nachzusinnen, wird seine Eltern befürchten lassen, dass es vielleicht verrückt geworden sei. Bis heute ist das. Also man lebt in einer Gemeinschaft und ist nicht normal, wenn man allein ist. Dies gilt erst recht, wenn das Kind anfängt, sakrosankte Werte in Frage zu stellen. In den folgenden 4 Jahren in Bagdad stellte ich mich eine faszinierende Herausforderung, mich selbst zu verwirklichen, die Persönlichkeit zu schaffen. Dann begann der Iran-Irak-Krieg. Und da ich nicht zu denen zählte, die sich für nationalistische Parolen und die Verteidigung des Vaterlands erwärmen konnten, all jene hohlen Phrasen, die Militärs, Mordgesellen und Waffenhändler geschickt für sich zu nutzen wussten, befand ich, dass es für mich nun keine Ausrede mehr gäbe, die es mir gestattete, noch länger im Land zu bleiben. Am 28. Oktober 1980 verließ ich den Irak erneut, diesmal in Richtung Deutschland. Also in der Zeit, also 80, hatte ich schon meinen Abschluss in der Universität Bagdad hinter mir. Ich habe deutsche Literatur studiert. Wie ich zu deutscher Literatur gekommen bin, es ist auch durch reinen Zufall. Ich war mal 15 oder 16 Jahre alt. Also ich habe angefangen zu lesen sehr früh und habe mein Taschengeld für Bücher ausgegeben. Und da in Amara hatten wir eine kleine Buchhandlung, die gibt es bis heute übrigens. Und jetzt durch Internet, sie wussten, wer dieses kleine Kind oder der kleine Junge, bei denen immer Bücher gekauft hat. Sie sind stolz auf mich, wenn sie im Internet lesen, wo ich was mache. Vielleicht lesen sie heute, dass ich hier bin, dann werden sie morgen drucken und hängen in der Stadt, weil sie stolz sind, dass ich da angefangen habe, meine literarische Karriere. Und da einmal kam ich, das war immer am Anfang des Monats, kommen Bücher aus Bagdad zu dieser Buchhandlung, ging ich neue Bücher auszusuchen und da sah ich eine Broschüre, ein kleines Buchlein und dann habe ich durchgeblättert und waren Gedichte da. Und dann habe ich angefangen, die Gedichte zu lesen, haben mich fasziniert. Dann habe ich mein Taschengeld ausgegeben und bin ich mit dem Buchlein nach Hause glücklich ran gegangen. Und das tut ein bisschen, aber das kriegen wir hin. Und dann nachts im Bett habe ich die Gedichte von vorne nach hinten, von hinten nach vorne gelesen. Total fasziniert. Und dann irgendwann habe ich mich gefragt, Mensch, du hast nicht geguckt, wer hat diese Gedichte geschrieben? Und so habe ich geguckt, das war das Stundenbuch von Rilke. Und das war eine Übersetzung von einem gewissen, heißt er Fuad Rifka, der hat uns die deutsche Literatur vorgestellt, Rifka. Er hat in den 50er in Tübingen Philosophie studiert. Und dann gekehrt in den 60er und hat Hölderlin, Novalis, Rilke übersetzt. Also, und dadurch, er ist vor 2011, Jahre alt, im Alter von 81 gestorben.
Aber ich habe Glück gehabt, 3 Jahre davor ihn zu sehen und zu treffen in einer Veranstaltung beim Auswärtigen Amt in Berlin. Und ich habe diese Geschichte erzählt, die ich heute Ihnen erzähle. Und der alte Herr hat wirklich geweint, weil er hat nie gehört, dass jemand so. Er war total berührt von der Geschichte. Und später haben im Auswärtigen Amt, dann haben sie mich angerufen, haben mich eingeladen, dass ich mit ihm eine Reise machen sollte und ihn begleite durch die arabischen Länder und dass wir für die deutsche Kultur werden. Das ist natürlich eine große Ehre für mich und für ihn auch. Der ist in diesen 3 Jahren, wo wir das gemacht haben, er war total enthusiastisch, er hat Energie. Endlich hat er auch die Anerkennung von Deutschland gespürt. Leider ist er war er schwer krank und ist er gestorben. Hatten wir mehr Plan, also mehr Reisen. Wir waren in den Emiraten, wir waren in Saudi-Arabien, sogar in der Wüste. Kann man sich nicht vorstellen, Paul Celan und Rilke zu rezitieren. Und die Leute haben, der Fuad Rifka, der hat auf Arabisch seine Übersetzung gelesen. Ich habe die deutsche Gedichte im Original gelesen. Und die Leute, das erste Mal haben sie die deutsche Sprache gehört von einem ihrer Gleichen, also mit Akzent ein bisschen etc. Und die alle haben gesagt, wow, wir wussten nicht, dass die deutsche Sprache so schön ist. Wussten sie nicht, sie haben das nie gehört, aber das war eine schöne Erfahrung. Und so kam ich auf deutsche Literatur. Als ich fertig war, 1978, mit meinem Fach, war ich 2 Jahre Militärdienst im Irak. Und kurz vor dem Irak-Iran-Krieg, dieser Krieg ist am 22. September 1980 ausgebrochen. Mitte August war ich entlassen worden von meinem Dienst. Aber als der Krieg ausgebrochen hat, man meinen Jahrgang wieder einberufen. Und da habe ich gesagt, nein, ich ziehe nicht in den Krieg. Und so bin ich halb legal, halb illegal geflohen und kam ich nach Deutschland, weil ich auch deutsche Literatur studiert habe. Es ging also wieder in den Westen und nun ausgerechnet nach Deutschland. So, als würde ich, ganz wie mein Vater so vorher gesehen hatte, meinem ursprünglichen Traum folgen, den ich mir anscheinend nie ganz hatte aus dem Sinn schlagen können. Als ob ich mich dieses Mal in Deutschland ganz praktisch mit den realen Westen auseinandersetzen und somit dem illusionären, selbst geschaffenen Westen von Paris den Rücken kehren würde. In Deutschland lernte ich in der Universität Bagdad die nächste Lektion. Ich muss alles hinter mir lassen, was ich während meines Studiums in Bagdad gelernt hatte, denn nichts von all dem, was mir dort eingeimpft hatte, galt hier noch etwas. Mit großem Vergnügen entdeckte ich die Werke der so vertrauten Schriftsteller Kafka, Rilke, Mann, Remarque, Hesse, Brecht und Weiss, nun im Original, nachdem ich sie bereits auf Arabisch verschlungen hatte. Und ich widmete mich voller Hingabe Büchner, Lenz, also den historischen Lenz, Hofmeister und die Soldaten. Das war auch meine Magisterarbeit über den historischen Lenz, über den Hofmeister und die Soldaten und die neuen Rezeptionen in der, von Bertolt Brecht und Heinrich Kipper und Borchardt, die mir noch ganz neu waren. Außerdem begegnete ich einer starken Frauenbewegung, die mich lehrte, im täglichen Umgang bestimmter Worte tunlichst zu benutzen und andere sorgfältig zu vermeiden. Das war so. Sogar beim Erzählen von Witzen war Vorsicht geboten. Wir mussten lernen, unsere Sprache von jeglichen Männlichkeit, Kult zu befreien. Ja. Da fing es an, also danach, wo man immer sagen sollte, Professorinnen und Professoren, Schriftstellerinnen, Schriftsteller. Das fing in der 80er an, vorher war das nicht. Und Sexualität war nicht länger eine allgemein verbreitete Sünde, sondern Ausdruck individueller Wahlfreiheit. All dies bedeutete für mich, dass ich noch einmal wie ein Kind alles neu lernen musste, denn nur so ließ sich der so genannte Kulturschock durch den Westen vermeiden. Jede noch so unbedeutende
neue Erkenntnis war wertvolle Entdeckung. Vielleicht liegt hier der wesentliche Unterschied zwischen mir und abertausend anderer, die täglich in den Westen kamen und kommen und die diesen ohne Unterlass verfluchen, weil sie ganz anders Stereotypen aus ihrer Heimat mitgebracht haben, für die sie dann im Westen eine Bestätigung suchen. 80% aller Schriften, die von arabischen Migranten in Europa oder Amerika verfasst würden, ohne dass diese eine neue Sprache erlernt hätten, belegt dies. Der erste Eindruck erweist sich meist als falsch, da er von eingefleischten Überzeugungen gelenkt wird. Weil ihr Blick nur an der Oberfläche bleibt und nicht in der Tiefe erforscht, was sich hinter dieser Oberfläche verbirgt, können sie sich nicht von Illusionen und negativen Verurteilen befreien, die sie auf den Westen projizieren. Und dies trifft sogar auf viele zu, die eine neue Sprache gelernt haben. Denn eine Sprache zu beherrschen, bedeutet nicht nur zu verstehen, was gesagt wird, sondern auch zwischen den Zeilen das lesen zu können, was nicht explizit ausgesprochen wird. Wahre Sprachbeherrschung heißt, den verborgenen Sinn im Leben zu erkennen. Nur so kann sich ein Verständnis anderer Kulturen und Sitten herausbilden. Spracherwerb baut Brücken zwischen Menschen, vermindert das Gefühl von Fremdheit, hilft Missverständnisse zu vermeiden und erleichtert gegenseitige Verständnis. Auf dieser Grundlage können Kulturen friedlich koexistieren und in einen freundschaftlichen Wissenschaftsaustausch treten. War es nicht genau dies, worauf sich die kolonialistische Zivilisation Andalusien gründete? Vier verschiedene Kulturen, die arabisch-islamische, die christlich-katholische, die jüdische und die Zigeunerkultur, versorgten sie mit immer neuem frischen Blut. Das war alles in Andalusien. Verkörperten nicht die jüdischen Gelehrten gleichermaßen den Geist Andalusiens und den Idealtyp des Weltbürgers, da sie zahlreiche Sprachen beherrschten? Weil die meisten Übersetzungen, die in Andalusien damals, hat man die alten Griechen übersetzt ins Lateinisch. Die Griechen waren übersetzt in Bagdad im 8. Jahrhundert, im Haus der Weisheit übrigens, hieß eine der ersten Universitäten in der Zeit von dem legendären Kalif. Wie heißt er, der legendäre arabische Kalif? Harun al-Rashid. Der im Tausend und einer Nacht, den kennen wir alle, der nach Aachen einen Elefant zum Karl dem Großen geschickt hat. Das Elefant kam nie an, aber Karl der Große hat Harun al-Rashid eine Sanduhr geschickt. Und diese Sanduhr ist bis heute, trotz allem, die ist noch in Bagdad, also vor dem Museum. Und in der Zeit war ein Haus der Weisheit, hat man damals viele griechische Philosophie übersetzt. Wo das Haus der Weisheit liegt, liegt die heutige Buchhändlerstraße übrigens. Als ob das in der Keim, in der Gene der Straße liegt noch, also Bücher lesen und Bücher verfassen. Und dann in Andalusien hat man die Griechen, die auf Arabisch übersetzt sind, ins Lateinische übersetzt. Und die haben in Cordoba war das Zentrum der Übersetzung. Und kommen wir zu unserer Zeit. Ist es nicht das, was uns Jahrhundert nach dem Niedergang Andalusien der Schöpfer Ulysses, James Joyce, als wahrer Kosmopolit lehrte? Joyce beherrschte etliche Sprachen. Er war aus der heimlichen Enge Irlands geflohen, um sich zunächst in Paris, später in Triest niederzulassen. Eine Stadt multipler Identitäten, Sprachen und Kulturen, die infolge des Zweiten Weltkrieges in einem jugoslawischen und einem italienischen Teil aufgeteilt worden war. Joyce ging dorthin, um frei zu atmen. Hier verfasste er das größte literarische Epos des 20. Jahrhunderts,
Er wusste genau, dass er zunächst vor seinem Heimat Dublin, der Heimatstadt Dublin fliehen und sie passen musste, um dann wieder in ihr anzukommen und sie in allen Sprachen und Kulturen neu zu entdecken, die er sich während seines selbstgewählten Exils bis zu seinem Tod, sein Grab ist in Zürich übrigens, aneignete. Die liegen beide nebeneinander, er und Elias Kanefi, dem Friedhof in Zürich. Er wusste genau, dass er zunächst vor seiner Heimatstadt Dublin fliehen und sie hassen musste, um dann wieder in ihr anzukommen und sie in allen Sprachen und Kulturen zu entdecken, die er während seiner selbstgewählten Exil bis zu seinem Tod aneignete. Welches Vergnügen und welche Entdeckungen können neue Sprache bereiten? Ich bin dem Westen zu Dank dafür verpflichtet, dass er mich neue Sprachen gelehrt hat. Zunächst die deutsche Sprache, was mir die deutsche Literatur im Original erschloss, ein Hochgenuss. Außerdem habe ich 4 Jahre in Spanien gelebt, wo ich an der Universität Complutense in Madrid spanische Literatur studierte. Seither hat sich meine Beziehung zu lateinamerikanischen und insbesondere zu modernen spanischen Literatur der Nach-Franco-Zeit ständig weiter vertieft. All dies hat mich geprägt. Meine Denkweise hat sich infolge dieser Lektüre und regelmäßiger Reisen nach Spanien und Lateinamerika gewandelt. Dies ist die spanische literarische Ausbeute meines Aufenthalts im Westen. Ich fühle mich durch meine Fremdsprachkenntnisse heute als Weltbürger und kann sagen, je mehr Sprachen ein Mensch beherrscht, desto mehr Heimatländer hat er. Denn die Sprache ist die wahre Heimat des Menschen. Vaterland im geografischen Sinne bleibt eine leere politische Floske. Das ist die eigentliche Lektion, die ich gelernt habe, seitdem ich mein sogenanntes Vaterland verlassen habe, jenes böswilliges Vaterland, das unzählige Kriege vom Zaun brach und andere Länder besetzte. Seitdem es mich vor die Wahl zwischen Vaterlandsverrat oder Selbstbetrug stellte, betrachte ich es nicht länger als mein Land. Im Exil, das ich selbst gewählt habe, weil es die einzige Möglichkeit war, meine Selbstbetrachtung zu wahren und der Literatur treu zu bleiben, erfuhr ich mehr als je zuvor, dass die Sprache die wahre Heimat des Menschen ist. Sie allein entgeht den Beschlagnahmungen des Grenzschutzes und der Küstenwache. Wo ich bin, ist deutscher Geist, schrieb einst der deutsche Nobelpreisträger Thomas Mann. Dieser Satz, auf dem ich beim Studium der deutschen Exilliteratur aus der Zeit des Nationalsozialismus stieß, bewegte mich dazu, voll Stolz eine leichte, abgewandelte Version vorzutragen. Hier, wo ich bin, siegt die freie Rede. Wo ich bin, sind die arabische und die irakische Sprache. Wo ich bin, ist die Heimat. Und jetzt kommt ein Gedicht. Wanderer. Deine Spuren sind der Weg, sonst nichts. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Wanderer, es gibt keinen Weg. Weg entsteht im Gehen. Im Gehen entsteht der Weg und schaust du zurück, siehst du den Pfad, den du nie mehr betreten kannst. Wanderer, es gibt keinen Weg, nur ein Kielspur am Meer. So heißt es in einem Gedicht, einem westlichen Weißen des großen spanischen Dichters Antonio Machado. Die Verse, die ich jetzt vorgetragen habe in der Übersetzung von Enzensberger. Das Gedicht, das dieser verfasste, als er auf der Flucht, und hier kommt es, wo hat er dieses Gedicht verfasst? Dieses Gedicht verfasste er, als er auf der Flucht vor dem spanischen Bürgerkrieg die Grenze zwischen Spanien und Frankreich überschritt. Nach seinem Tod 793 Kilometer von Madrid entfernt, im französischen Exil Collioure. Ist das richtig ausgesprochen? Collioure oder Collioure ist an der Grenze zu... Ja, Collioure. Collioure
griffen tausende Spanier seine Worte auf. Auch ich tue dies oft, wobei das Wort, also ich muss auch sagen, ganz kurz zu Machado, also der spanische Bürgerkrieg hat angefangen mit dem mit der Erschießung von einem Dichter, von Garcia Lorca, und endete auch mit dem Tod eines großen Dichters Machado, weil Machado hat entschieden, fast am Ende des Bürgerkriegs ins Exil zu gehen. Also, und da ist er an den Pyrenäen, an der Grenze. Als er die Grenze überschritt, ist er gestorben. Und sein Grab ist Mausoleum, ist in Collioure, war ich letztes Jahr da bei ihm. Und das ist, und die, im Collioure auch steht ein Museum, Flüchtlingsmuseum, also für die Flüchtlinge, die aus dem Spanischen Krieg damals kamen. Wenn man die Bilder sieht von den spanischen Flüchtlingen, also unterscheidet sich nicht viel von heute, wenn Leute von Kriegen flüchten. Also damals mit Pferdewagen, in Kolonnen mussten sie draußen schlafen, sie hatten keine Zelte, etc. Also die alles dokumentiert mit Fotos. Also, auch ich tue dies oft, wobei ich gelegentlich das Wort Weg, also Camino, Weg, durch das Wort Vaterland ersetze. Denn dies ist die jüngste Lektion, die mich der Westen gelehrt hat. Auch die neuen Vaterländer, die ich dort fand, entstanden im Gehen. Man muss nur nach vorne schauen. Das Leben ist kein Rückweg. Ich danke Ihnen.